Jetzt muss ich nur fragen, welcher Lehrer oder welche Lehrerin war die, die am meisten Sie beeindruckt hat? Ja, bitte? Frau Dr. Alina Furtmüller. Aha, ja. Die war einmalig. Ja. Die hat Französisch, ja. Sie hat auch die Bücher rausgegeben. Und ich habe noch ihr Buch. Mhm. Die war ganz was Besonderes. Und der Dr. Taglich. Ja, Dr. Taglich. Ja. Der hat ja keinen Religionsunterricht gegeben. Nein? Alles andere, nur nicht das. Ja, nur nicht der Religionsunterricht. Und er hat uns immer Samstagnachmittag eingeladen zu sich nach Hause und hat uns auf eine Donaufahrt geführt oder in die Konditorei oder irgendwas hat er immer mit uns unternommen. Er war besonders nett. Ja. Also meine Lieblingsprofessorin war die Kleine Bambi. Die Turnlehrerin. Die Turnlehrerin. Die hat mich derart gefördert, also nicht nur Turnen, auch Musik. Ich war jeden Tag bei ihr in der Wohnung mit irgendeiner musikalischen, ich habe Gitarre bei ihr gelernt und. Also die war für mich das Hin und Auf. Frau Heidenreich, bei Ihnen, welche Lehrerin war die? Die Deutsch-Professorin. Wer war das? Bibel. Die Bibel, ja, na, die war das, ja, das war ja, jetzt ja, ja, da muss ich sagen, das ja, war. Die hat uns zum Beispiel, also wie sagt man das, Aufsätze ausgegeben zu irgendeinem Thema. Und einmal kann ich mich erinnern, war das, wie man eine Burg erstürmt. Eine Burg. Eine Burg, ja, so mittelalterliche, wie man das macht. Und da habe ich also geschrieben, und das hat sie mich damals vorlesen lassen. Sie hat gesagt, das erinnere ich mich noch, da hat man doch Pechen untergeschüttet. Mhm. Und da habe ich geschrieben, und riss sie hinab in das dunkle Nass. Und es war ja meistens sehr grau. Das hat ihr so gefallen. Ja. Ja. Aber erinnert sich euch, nimmt die Dr. Bibel, also wie sagte, die war ja mit der Edith Spitzer in Verbindung. Das heißt, ich glaube, eine Schwester von der Bibel hat ja in Wien gelebt. Jedenfalls die Edith Spitzer hat die Verbindung und die Bibel hat ja in England, in London gelebt. Und vor etlichen Jahren, das ist lang her, ja, gell, ja, ja, hat die Edith gesagt, die Bibel kommt wieder nach Wien, also auf Besuch zu der Schwester, und sie wird sie einladen. Und zwar uns dazu. Und also ohne Vorbereitung und ohne ihr das, der Bibel das zu sagen. Und wir waren also alle schon sehr aufgeregt, weil wir sie ja viele Jahre nicht gesehen haben. Und wir standen so aufgefädelt. Und sie kam dann. Die hat uns einzeln mit dem Vornamen gekannt. So. Okay. Ja? Erinnert ihr euch? Einzeln mit Vornamen hat sie uns alle gekannt. Hat sich wahnsinnig gefreut, natürlich, dass sie uns gesehen hat, wo wir natürlich auch. War ein schöner Tag, ja. Habt ihr auch immer beim Fenster kokettiert? Mit den Interessen? Nein, mit der Thiemig-Familie. Wir waren, ja, wir haben immer beim Fenster. Die Thiemiger. Na, der Dressler war das. Der hat im Hochhaus. Ja. Der hat immer gefrühstückt am Balkon. Und wenn wir dann Dachgarten. Welcher Dressler? Otto Dressler, der Burgschauspieler. Ja, aber die ganze Familie Thiemig hat dort gewohnt. Die haben auch gewohnt. Ja, wir haben mit ihnen immer konkretiert und der eine hat sich immer so Musik durchgestellt, wenn wir da beim Fenster warten. Na, wir waren am Dachgarten. Und der Dressler hat immer gefrühstückt um 10 oder 11. Und hat sich angeblich dann einmal sehr beschwert, dass wir da in. Also nein, denen hat es ja gut gereicht, wir zu der Zeit nicht. Und was war Ihr Lieblingslehrerin? Ich muss sagen, auch die Frau Professor Bibel hat auf mich einen unglaublichen Eindruck gemacht. Was eine Persönlichkeit, aber so, soll man sagen, nicht autoritär, aber. Über die hätte man nie einen Witz gemacht oder irgendwie ausgestundet. Das war eine Dame durch und durch. Ja, das stimmt. Wahnsinnig gescheit. Wer war deine Lieblingslehrerin in der Schwarzwaldschule? Lieblingslehrerin? Ja, es waren alle sehr nett. Also, ja. Wir haben uns für die Bibel entschieden. Ja. Die Bibel? Ja, für die haben wir uns entschieden. War unsere Klassenvorsteherin. Auch in der fünften, ja.
Und wer ist eigentlich in der gleichen Klasse gewesen? Jetzt irgendwie wir waren in der gleichen Klasse. Ihr zwei? Ja, und wir alle. Ah, ihr drei, ihr seid alle in einer. Was habt ihr für eine Klassennummer gehabt? Was war sie, die 3B oder 5B? Nein, ich war so 5B. Ja, die 5. Fosse. Die 5. Fosse, ja. Frau Hohl. Ja, ja. Wir ja, haben Frau Geografie Hohen. Eine Professorin gehabt, die hat Messner gehabt. Ja. An die erinnere ich mich. Und wie der Hitler schon da war, ab März 38. Haben die Professorinnen hereinkommen müssen und haben Heil Hitler sagen müssen. Nicht? Ganz egal, was wie wo. Und die Messner hat vergessen. Und ist hinausgegangen und scheinbar hat sie von den, weiß nicht, hat sie Schimpfer gekriegt oder was, ist sie hereingekommen, ganz rot angelaufen, das Gesicht, hat für uns alle die Hand gehoben, geantwortet. Ja. Ne? Dann ist sie hinausgegangen und man hat uns später erzählt, sie hat geheult, wie, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mich gut erinnern, die Messner ist dann in der Nachkriegszeit, die hat in Fuschl gelebt, mit ihrem Mann. Ich weiß, der Mann war ja irgendein Professor, und die haben in Fuschl gelebt. Und ich war dann schon verheiratet nach dem Krieg und habe mit meinem Mann in Baravelle eine Reise gemacht. Und da sind wir auch über Fuschl gefahren. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich muss die Frau Professor Messner irgendwo aufsuchen. Das habe ich auch getan und habe sie gefunden und sie hat sich sehr gefreut. Hat sich gut erinnert natürlich, denn sie war unser Klassenvorstand. Gell? War sie nicht ein bisschen dickig, ein bisschen rundlich? Ja, sie war eine der Eltern. Ein bisschen korpulent. Ja. Und sie hat sich sehr gefreut. Und am nächsten Tag haben wir dann, also waren wir schon zur Abreise und sie hat gewusst, wo wir genächtigt haben, ist sie dann noch am nächsten Tag noch einmal gekommen, um mich noch einmal zu verabschieden. Das war ganz reizend von mir. Ja. Also es hat so ein bisschen ein nahe Verhältnis gegeben, teilweise zwischen Professoren, Lehrern und Schülern. Ja. Aber Hertha, zum Schluss sind schon viele nicht mehr gekommen, viele mehrere nicht mehr gekommen und haben dann erzählen müssen, irgendwer ist abgeführt worden von zu Hause und so weiter. Das war, zum Schluss war es schon sehr, hat man schon Herzklopfen gekriegt, wenn da irgendwas los war. Also ich erinnere mich nur, ich war, wie gesagt, nochmal auf die Bambi zurückzukommen, bei der ich also sehr viel aus und eingegangen bin. Und es war dann ganz knapp vor dem Umbruch. Und bitte, ich bin keine Jüdin. Und ich war aber bei ihr immer drüber. Und am letzten Tag hat sie mir ein Büchlein gegeben, das hat sie schon vorbereitet, da waren verschiedene Sprüche drinnen und Gedichte, das hat sie mir geschenkt und hat zu mir gesagt, bitte komm jetzt nicht mehr. Und ich war so aus dem Häuschen. Ich sagte, warum denn nicht? Und sie sagt, das kann für dich schlecht sein. Ich wusste nicht, dass sie Jüdin war. Ich wusste nicht, dass die Bambi Jüdin war. Die Bambi. Die Bambi. Das war die Messner. Die war. Nein, das kenne ich, das von der Bambi. Von der Bambi. Die Bambi war Jüdin. Wusste ich nicht. Ja, ja, beide, die große auch. Aber die Schwester. Die June und die E auch. Ach, das weißt du nicht. Ich glaube nicht, ich glaube eher nicht. Das weiß ich nicht. Die June vielleicht? Ja, ich weiß es nicht. Aber die war ja die große Bambi, das war ihre Schwester, ja, die ja, heiratet und natürlich was unterrichtet, die ist umgekommen im KZ. Das habe ich aber nachträglich erst nach langen, vielen Jahren erfahren. Eine sehr, sehr gute Schule und eine der wenigen Frauenoberschulen in Wien damals, ne? Ja. Hat es nur noch zwei oder drei gegeben. Also die sehr gute Erinnerung. Die Schwarzwaldschule war schon. Man wird schon alle sehr. Nicht nur vom Wissen her, sondern auch von der menschlichen Einstellung her. Also von Ihnen, die hier sind, ist ja niemand ausgewandert. Du bist nach England in den Kindertransport gegangen. Ja. Naja, du hast ja auch einiges hinter dir. Ich glaube, sie hat ja hier geblieben. Sie sind da geblieben. Wir sind ja nach Kolumbien und ich muss sagen, das war ein großes Glück, weil wir dort wirklich sehr gut aufgenommen wurden.
sehr gastfreundlich. Und ja, und dann hat eben mein Sohn eine sehr gute kolumbianische Familie getroffen und hat die Tochter geheiratet und da ist ein Sprössling davon. Ja. Nein, die haben sich auch sehr interessiert für uns. Die andere Großmutter von ihr, die war diejenige, die gesagt hat, die Kinder müssen in die deutsche Schule gehen, damit sie ihre Wurzeln kennenlernen. Also ich meine, das war großartig von einer Kolumbianerin, das zu sagen, denn die Wurzeln der Kinder sind ja auch kolumbianisch, nicht wahr? Und seither gehen sie, also alle vier sind in die deutsche Schule gegangen. Du, Greg, jetzt kannst du dich erinnern, ist die Frau Dr. Schwarzwald schon früher weg? Das weiß ich dann nicht mehr. Nein. Die Schwarzwald, die war gerade wieder im März 1938, war sie auf einer Vortragsreise nicht in der Schweiz, erst in Skandinavien. Ja, ich freue mich, Genau. Ja. Und sie ist dann... glaube ich, nicht mehr zurück. Ist nicht mehr zurück. Gekommen. Sie ist dann direkt in die Schweiz gegangen und ihr Mann ist dann auch in die Schweiz gegangen und er ist dann gestorben. Sie ist sehr bald gestorben. Sie ist in den, ich glaube 40 ist sie gestorben. Ja, ich glaube auch. Ich war im April, war ich jetzt in Zürich und habe das Haus gesucht, wo sie am Schluss gewohnt hat. Ja, habe die Adresse bekommen und ich bin jetzt aber noch nicht dazu gekommen, da ist jetzt ein Rechtsanwalt und ein sehr schönes Haus und ich wollte ihm schon immer schreiben, jetzt, ob er nicht dort eine Tafel machen will an dem Haus, weil es ist... was hat er gesagt? Ich habe es noch nicht gemacht. Also, es ist noch ein... Ist noch ein Plan. Ein Plan. Wollen wir Sie nicht mehr länger aufhalten? Ich danke. Wir müssen jetzt nur noch ein Gruppenfoto machen. Ja, fein. Ja? Das müssen wir vor der Tafel machen. Ja? Aber gut, diesmal machen wir Gruppenbild mit Herrn. Gruppenbild mit Herrn, bitte. Ja, okay. Na sicher, Sie sind ja der Urheber von allem. Sonst hätten wir uns überhaupt nicht hingelernt. Wenn ich gewesen wäre, diese ganze Sache ins Rollen gebracht hätten. Die alle haben ja andere Namen gehabt. Ich bin gekommen, die waren keine Kontakte möglich, weil Victor, die hat jetzt anders geheißen und jeder hat anders geheißen. Ja, ich bin muss ja eine sagen, die Gerte ist meine Trauzeugin, 49, also wir haben keinen Dr. Schreiber. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Ihr habt euch gekannt. Wir haben uns die. Aber ich habe gesagt, dich natürlich hat er dann dazu bekommen, nicht? Ja. Und mit der EBCL war ich doch ständig zusammen. Ja, also die waren die hier geblieben sind. Richtig, aber die Frau Moni war ja auch in Brasilien. Brasilien. Und im 49er Jahr war sie schon wieder da. Moment, du schon 49 wieder da? Ja, 49 habe ich geheiratet, wann bist du zurückgekommen? Leider erst 1949. Ach doch, sie war die ganze Jugend gestorben. Und meine Mutter wollte nicht ohne seine ohne seinen Körper fahren. Ne? Aber 4 Jahre müssen wir warten. Naja, lang ist her. Ne? Das ist sehr lang her. Kann man ruhig sagen. Aber die Kinder verstehen das überhaupt nicht. Also meine überhaupt nicht. Wenn ich sage, Mama, erklär mir was. Das ist heute schon längst vorbei. No, ich finde nicht immer wieder. Das ist nicht immer wieder erzählt. Wahrscheinlich. Ja. Das ist schon bald geschlossen. Und während, wie sagt, während die Anfänge. Ja, während den Anfängen. Wie heißt das richtig? Während den Anfängen. Anfängen, genau. Ja. Ja. Wie heißt das? Während den Anfängen. Wenn es irgendwo brodelt, dass man da gleich Acht gibt darauf. Gut. So, jetzt machen wir ein Foto. Glaube, Gut. Ich möchte von dir ein Foto. Gut. Ich sage Brust heraus, Braucherei. So. Gut. Na toll. Der kleine Moritz kommt mit einer Deutschschularbeit nach Hause. Ja. Hat er nicht genügend drauf? Der Vater schaut auf Land. Ja, und der Titel lautet: O Österreich, O du mein herrliches Vaterland. Ne?
Und der kleine Moritz hat geschrieben, von unten links nach rechts oben, neppig. Der Vater schaut das so an und sagt, ja, wenn du neppig mit einem B schreibst. Sehr gut. Das ist mein Witz, den ja. ich nicht immer mich traut. Also, das verstehe ich, ja. Aber okay. Gut. Danke. Ganz besonders lieb. Ganz besonders lieb von Ihnen. Es ist auch so spontan. Ja, genau. Ganz hat sich gut ergeben. Danke. Ja, alles Gute in München. Danke. Ja, alles Gute. Sind Sie noch in der KVH? Na, jetzt weniger, aber ich habe viele Jahre also dort verbracht. Und jetzt tue ich heute allein arbeiten. Das ist sehr schön. Danke. Alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Ja, sehr danke. Danke. So, darf ich Ihnen die Blumen geben? Sie ist ein bisschen nass, aber ich glaube, es macht nichts. Gut. Danke schön. Einen schönen Nachmittag. Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Danke vielmals. Aber vorläufig bleibe ich da. Natürlich sehen wir uns wieder. Ja, genau. Ja. Gut.